So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test. Oder vielleicht wird es auch ein Let's Play. Es kommt darauf an, wie mich das Spiel in diesem Lauf von diesem Let's Test mitnimmt. Es wurde so extrem viel auf YouTube darüber versprochen und angepriesen, dass ich mir einfach gesagt habe, ja, es ist im PlayStation Store gratis, die Demo, oder nicht gesagt, die Open Beta, die Free Open Beta, dass du das einfach mal anspielst, Ray, und deswegen sind wir jetzt hier in der Charakterstellung und die Charakterstellung ist so fucking vielseitig, ganze 6 Charaktere haben wir zur Auswahl, ich bin weiblich, warum wir was können, wir nehmen einfach mal die hübsche Blondine hier, die beiden Namen ein. Ihr kennt mich, oder besser gesagt, die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass weibliche Charaktere in MMOs meistens denselben Namen haben. deswegen wird auch diese Charaktere hier Zarina von Mo heißen. Welchen Hintergrund das hat, ihr könnt gerne in den Kommentaren raten. Ich erzähle es vielleicht mal in einem der folgenden Videos, mal gucken. Möchtest du diesen Namen verwenden? Ja, der ist auch noch, der ist noch. Was? Erstelle deinen Palico. Was ist ein Palico? Okay. Ist aber schon süß, das Zeug, ne? Ja, die schauen doch ein bisschen grimmig, ich weiß nicht. Der ist voll süß, Mann! Wir nehmen das Glückskätzchen. Das sieht ein bisschen so aus wie die Katze bei der Slivky Show. Nehmen wir. Wie hieß denn die Katze nochmal? Ich weiß es nicht. Ich kann dem auch einen Namen geben. Oh Gott! Welchen Namen soll ich denn dem geben? Mann! Voll schwer. Sammy. Ja, ich möchte den Namen verwenden. Möchte das Spiel mit diesen Charakteren beginnen? Ja. Also ich weiß ja, dass das jetzt quasi so eine Preview ist quasi. Die Open Beta. Kann man später noch einen Charakter ein bisschen vielseitiger gestalten? Das würde mich mega freuen. Aber wir testen dann einfach mal so. Weil es ist ja immer noch eine Open Beta, auf Deutsch gesagt, das Spiel ist noch nicht fertig auf der PS4. Deswegen kann es sein, dass es später noch einen ordentlichen Charaktereditor gibt. Was ich hoffe, bei welchem MMO kann man nicht seinen Charakter richtig... Was ist das denn? Oh Gott. Anfänger, bitte! Ja, ich möchte diese Quest annehmen. Wir nehmen eine Anfängerquest an. Ja, ja. Einfach ja. Okay, wir lassen das einfach mal so. Wir werden später noch weiter darin vertiefen. Denn ich habe mich überhaupt nicht informiert zu dem Spiel. Ich habe nur gehört, dass alle quasi darüber reden, die so süchtig nach so einem Zeug sind. Es gab ja auch noch schon andere Monster Hunter-Teile und da gab es auch storytechnische Elemente, die mich jetzt eigentlich am meisten antören würden. Wie viel von der Story und so weiter wir in diesem Preview hier sehen, weiß ich natürlich nicht. Aber da man am Anfang eine Sprache einstellen könnte, denke ich, es wird was kommen. Zeit mit 20 Minuten. Wir haben uns berichtet, dass unser Ziel, der Großjagras, in dieser Gegend herumstreift. Alles klar. Also, legen wir sofort los. Öffne deine Karte. Wie mache ich das, meine liebe Lady hier? Karte öffnen. Okay, wie in Elder Scrolls, finde ich gut. Okay. Das hier ist unsere gegenwärtige Position. Aha. Nach einem Schmaus watschelt der Großjagras zu seinem Nest zurück, den großen Bauch auf dem Boden schleifend. Versucht, zu diesem Gebiet zu gehen und nach Hinweisen zu suchen, die er zurückgelassen hat. Hast du ihn aufgespürt? Mach dich ran und verpass ihm eine erstklassige Abreibung. Oh, und noch etwas. Deine Zeit wird gemessen. Och, scheiße. Mit Zeitaufgaben bin ich noch nie klargekommen. Nein! Meine Zeit wird gemessen. Alles klar, kann ich was auf der Karte markieren? Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Spähkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. So, ich habe einen Wegpunkt gesetzt, jetzt sehe ich das. Okay, ich habe voll einen Durchblick und es geht um Zeit, das finde ich nicht gut. Okay, wir müssen da entlang. Alles klar. Okay, ich habe gewusst, dass in diesem Spiel oder quasi allgemein in der Monster Hunter-Reihe, dass die Waffen groß sind. Aber ist das nicht irgendwie übertrieben? Mal ohne Scheiß. Okay. Wir bleiben mal hier. Wir sollen doch ausspähen, ja, hat sie gesagt, unsere liebe Freundin hier. Oder ob schon unsere Freundin ist, ich habe keine Ahnung. Die Spähkäfer reagieren auf die Fährte des Monsters. Schau es dir mal näher an. Die Spähkäfer reagieren, okay. Welche Spähkäfer?
Wie kann ich die einfach vielleicht ziehen? Okay, so kann ich irgendwie ziehen. Keine Ahnung. Ich probiere alles noch, also. Okay. Super. Die Speerkäfer folgen dem Geruch des Monsters. Halte Ausschau nach weiteren Fährten und Spuren. Okay. Alles klar, okay. Ich folge diesen komischen Speerkäfern, alles klar. Speerkäfer mit Ziel erreicht. What? Bin leicht überfordert gerade, muss ich schon zugeben. Die Morph-Axt hat zwei Formen: Axt und Schwert. Die Schwertangriffe können mit Fiolenenergie verstärkt werden. Alter! Morphen kann ich wie? Okay, alles klar. Alles klar, und die kann ich morphen so, ne? Jetzt habe ich eine Axt. Ist ja irgendwo schon leicht übertrieben, oder? Okay, ich bleib beim Schwert, einfach weil ich es kann. So, kannst du wieder wegpacken, danke. Da hinten ist die komischen Käfer. Sammy. Kann ich die Tiere jetzt angreifen? Einfach so? Jupp, die gehen tot. Alles klar. Die Spähkäfer sind auf der Spur des Monsters. Folge ihrem grünen Licht. Ich bin doch schon dabei, meine Liebe. Ich bin neu in dem Game. Du bist rückblickend auf mich. Weil ich muss schon sagen, dafür, dass das ein so underrated Titel ist, ist die Grafik einfach nur mega. Ohne Scheiß. Und ich hab den Spielkäfer schon wieder verloren. Nee, da ist er. Ja. Von der bist du gekommen. Wo geht's weiter? Mein lieber Käfer? So ist er doch. Kannst du mal aus dem Weg gehen hier? Die sehen wirklich aus wie Dinosaurier. Voll schön. Kommt ein bisschen vor wie ein Ark. Weiß auch nicht, woran das liegt. Mein lieber Käfer, kannst du mal bitte weitergehen? Mit der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Okay, du weißt, was zu tun ist. Ich kenne so und leg los. Den verliere ich nicht aus den Augen, keine Sorge. Also ich soll einfach hingehen und los? Alles klar, okay. Finde ich gut. Okay, ich würde sagen, ich kämpfe mit dem Schwert. So, und go. Ich habe den falschen gehittet, das tut mir leid. Kann das Teil mal hier bleiben? Hallo? Oh Gott! Weiche den Angriffen aus. Oh. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Ah, das ist geil. Oh Gott. Ja gut, da muss man auch reagieren können, ne? Aber ich liebe Games, wo es Ausweichrollen gibt. Das ist voll schön. Ja. Komm doch! Hi! Oh! Da konnte ich gerade nicht ausweichen. Tut mir leid. Bisschen blöd finde ich, wenn er in so einer Angriffsanimation ist, dass ich quasi nicht ausweichen kann. Sammy, was machst du da? Oh Gott! Können wir wieder aufstehen? Hallo? So. Jetzt kommt meine Axt hier. Wenn ich zu rennen beginne, dann fährt er immer das blöde Teil ein. Das ist voll uncool. So, aber jetzt hier. Komm doch. Versuch ein bisschen strategischer zu denken. Ich finde dafür, dass er so eine Ausweichrolle hat, fällt er sich doch sehr klumpig. Das ist deine Chance. Okay. Go. Geh down. Aua. Kleines Biest. Das ist gar nicht mal so easy, wie es aussieht. Ohne Scheiß. Warum liegt denn schon wieder am Boden? Hallo. Hör auf, Madame. Ich muss schon sagen, ich bin kein Fan von diesen... Oh Gott.
Das ist keine gute Idee. Warum ist sein Bauch so fucking groß? Der wird doch gleich irgendwelchen Feuerdings machen. Ja, ich dachte mir schon. Was ist das denn? Warum hat er so eine fette Wampe? Was soll das? Der wird doch gleich irgendwas machen. Irgendwas Extremes. In den Ranken fest. Schlag jetzt mit aller Macht zu. Steckt den Berg fest oder was? Ich find's voll scheiße, dass man so langsam ist mit dieser krassen Waffe. Jetzt ist das Monster richtig wütend. Waffne dich für heftige Angriffe. Ja, das soll doch kommen mit seinen heftigen Angriffen. Alter, wieso schwillt sein Bauch so extrem an? Was ist ein Sinn von der Sache? Aber langsam komme ich an die Steuerung, das ist auch schön. Wo sehe ich eigentlich die Lebensleiste von dem Teil? Also ich kann ja drauf raufklöppen, man müsste dann nicht längst tot sein, guck dir meine Axt an. Da ist doch normalerweise One-Hit in diesem fucking Kackbau. Ja komm doch! Komm mein kleiner Gecko. Ey, jetzt sein Bauch verloren. Oh, das wohl liegt. Schau mal, das Monster ist fast am Ende. Bestimmt wird es sich in sein Nest zurückziehen, um sich zu erholen. Ja, ich bleib dran. Bleib stehen, du Knödel. Jetzt brauchst du auch nicht mehr weglaufen hier. Was ist denn los? Und das ist assi, weglaufen. Stell dich deinem Mann. Oh Gott, hier kommt doch gleich Verstärkung. Ich sehe das doch jetzt schon. Man sollte nie einer törichten Bestie einfach so ins Dunkle einer Höhle folgen. Das ist keine gute Idee, Freunde. Hier kommt doch sicher gleich Verstärkung. Ich sehe das doch jetzt schon. Haben wir's? Ist hier sein Nest oder was? Jetzt kommen seine kleinen Freunde oder was? Sind das meine Freunde oder sind das seine Freunde? Das sind seine Freunde. Alles klar! Hi, Krumpel! Habe ich auch so einen Kreisrundschlag? Das wäre natürlich schön. Ja, das funktioniert sogar. Geil. Deine Waffe verliert ihre Schärfe. Geh auf Abstand und benutze einen Wetzstein. Geh auf Abstand und benutze einen Wetzstein. Alles klar. Wie benutze ich einen Wetzstein? Wetzstein. Sag mir das doch, dass ich das da unten rechts auswählen muss, verdammt. Oh, dann schärfen wir unsere Waffe und dann gehen wir drauf, oder was? Okay. Komm langsam rein ins Spiel. Ja, kommt doch her. Weiche den Angriffen aus. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Ach, die Kleinen kriege ich hin. Nice. Sehr schön. Die Bestie ist down. Okay. Bin glücklich. Du hast die Quest abgeschlossen. Glückwunsch. Danke. Okay. Quest erfüllt. Ja! Einfach diesen kleinen Begleiter, den man dabei hat. Voll schön. Okay. Waldverschlinger Großjagras. Alles klar. Abschlusszeit 10 Minuten 27 und 783. Warum auch immer. Ja. Bestätigen. Das ist spitze. Danke. Lobpaket. Danke. Das ist ja nett von dir. So, das war's wohl mit der Monster Hunter World Beta. Es gäbe jetzt zwar noch drei andere Missionen, die man rein theoretisch spielen könnte. Da gibt's noch andere Monster, die man jagen kann. Also, wir haben jetzt gerade das leichteste Ding gemacht, was uns am sichersten erscheint. Und ja. Wenn ihr wollt, dass wir die anderen drei Missionen noch spielen, also da läuft es im Endeffekt aufs Gleiche hinaus, wir kriegen stumpf am Anfang eine Quest und müssen dann irgendein monströses Vieh zur Strecke bringen. So, wirklich von der Story und so weiter werden wir nicht wirklich viel erfahren und deswegen lasse ich euch jetzt einfach in den Kommentaren die Wahl, wollen wir die anderen drei Missionen noch spielen
Oder belassen wir es bei diesem einen Folge und gucken dann nochmal rein in dieses wunderbare Spiel, wenn es denn komplett da ist. Ich habe mir da alles offen. Ihr schreibt mir da nettes Zeug in die Kommentare und da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache, wieder. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!